Hallo. Na, Hallo. es geht ab. Man merkt überhaupt nicht, dass ich gerade noch überhaupt nicht vorbereitet war. Ja, willkommen zurück. Eventuell haben wir gerade schneller ein Spiel gefunden, als ich dachte. Und ich muss mir gerade eine Uhrzeit merken. Und ich kann mir entweder nur Uhrzeiten merken oder auf den Ball achten. Das ist so ein Multitasking-Ding. Kleine Fotze. Ja. Easy. Ey, ich finde die Map aber echt geil. Also die sieht in der Aufnahme nicht so Oh, gut aus, weil geil. hier halt alles sandig ist, aber ich find die von uns aus geil. Ach, Das komm, ist auch komm. geil. Ach, du kleine Fickhure. Ich habe so einen Husten, der hört sich an, als würde ich die ganze Hure sagen. Und alles nur, weil ich einen dicken Penis habe. Und ich nicht weiß, wie ich es beweisen soll. Doch, ich weiß, wie ich es beweisen soll. Und zwar so. Ja, ich heiße nämlich Money. Ich glaube, ich bringe den Gag gerade zum 8. Mal oder so. Ja. Wo bist denn du? 8. Mal, das ist ein bisschen untertrieben. 8. Mal in den letzten 4 Spielen, meinte ich. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich bringe den halt jedes Mal, wenn ich ein Tor schieße, und so oft ist das ja nicht. Ein bisschen blöde. Den hole ich, den hole ich, den hole ich. Mano. Nein. Nein. Ich hab nein gesagt. Hatte ich ja gerade auch gesagt. Nein, nein, nein. Hashtag MeToo, Alter. Nee. Fotze. Tobi, ich finde es nicht nett, dass du sowas sagst. Bisschen Respekt für die. Du brauchst noch ein Wort für Fotze. Was? Wie wär's mit Glotze? Genau. Du dumme Glotze. Wecken alle, ich guck Fernsehen. Ist auch für die Nachbarn dann nicht so schlimm. Folgentitel, die dumme Glotze. Ach ja. Und dann irgendwann kommt mein Mitbewohner, hey, du hast doch gar keinen Fernsehen. Wir haben doch gar keinen Fernsehanschluss. Okay, ich hab ihn getroffen. Ja, hab ich gehört. Oh, leuchtet gerade mega den Leck. Ja, du bist auch aus dem Team rausgeflogen. Oh. Ja, nee, da bin ich schon raus, also. Jei! Du dumme Glotze! Die Gruppe wurde aufgelöst, weil ich mehr mit Steve verbunden ist. Ja, hallo. Ach, die Feministenbewegung hier, hallo. Was? Jemand hat gesagt, ich hätte Fotze in einem Video gesagt, das kann nicht sein. Ich habe Glotze gesagt wegen meinem Fernsehempfang. Hier, es regnet gerade und die Satelliten, der Satellitenempfang ist echt scheiße. Ja, ich würde doch niemals dumme Fotze sagen. Nein. Glotze, ja, jetzt richtig. Ruft die GEMA an. Wieso? Weil wegen dem Telefonbimmel. Das ist gratis Soundeffekt, glaube ich. Hä? Lol? Das war das Falsche. Vor allem, ich habe eine männliche Stimme, ich bin wieder drauf eingefallen.
Vor allem ich so, hä, wenn ich jetzt gerade raus bin, warum höre ich dich? Und dann so, hä, auch wenn du raus bist, warum höre ich dich? Ich dann dachte ich, vielleicht ist jemand gejoint, weil es war so laut. Und wir wissen alle, was jetzt kommt. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ach ja. Diese vereckten Knöpfe. Nein! Ja, auf jeden Fall. Wofür ich Thumbnails schon gemacht habe, also Vorlagen mit Wappen und Schrift. Arkham Asylum. Weil ich die ganze Batman-Reihe spielen will. In naher Zukunft. CS Global Offensive. Weil ich ja so ein genialer Counter-Strike-Spieler bin, wie wir alle wissen. Cuphead. Das betrifft dich ja dann mehr oder weniger auch. Ich hab zu dem Wappen sag ich mal nichts. Dann Diablo 3. Das wird geil. Ich wollte eigentlich einen saisonalen Champion machen, damit ich die Paragon-Punkte nicht ausgeben kann. Also damit ich keinen Champion mit Paragon-Punkten habe. Was ist, endet die Scheiß-Season in 2 Tagen? Dachte ich mir, super. Ich könnte bis Sonntag warten, aber. Ah ne, da fängt ja auch nicht die nächste an. Das ist ja kacke. LOL. Oh. Ich habe mal eine Frage. Seit wann führen wir 4-2? Ey, ohne Spaß, es gibt einen NBA-Spieler. Das ist jetzt ganz aktuell. Das ist jetzt kein Witz, so ein NBA-Spieler hat nach einem Freiwurf, er hat einen Freiwurf verworfen und ist dann einfach zur Mittellinie gedribbelt, weil er dachte, dass sein Team führt. Dabei hat er gerade mal den Ausgleich geworfen. In der Verlängerung haben sie dann verkackt. Der dachte halt einfach, die führen mit einem Punkt. Mhm. Und bevor die Gegner irgendwie jetzt eine Aktion starten können, dann spielt er quasi ein bisschen auf Zeit, weißt du? Und der dachte einfach, die sind einen Punkt weiter. So geht's mir immer. Nur mal so, damit Leute auch nicht denken, dass das nur mir passiert. So, was habe ich sonst noch? Wieso habe ich Far Cry 5? Ach so, das noch. Das habe ich nicht gelöscht. Hier, auf jeden Fall. Diablo 3, Dragon Age, Force Unleashed, Fußball Manager 2018. Ich hasse dich. Und es hat 7 Spiele gedauert. Ja, Fußball Manager 2000. Guardians of the Galaxy. Was ist Sparta? Heroes of the Storm. Dummer Bastard. Laser League. Lego Batman 1 bis 3. Lego Marvel Avengers. Dann die Lokalrunde. Das ist aber ein altes Funfair. Drückst du gerade einfach nur dein Soundboard durch? Jetzt kommt gerade nicht vor Arbeit. Ja, GG! Ja, GG, Alter. Oh Gott, und ich bin schon wieder halb irgendwie behindert im Kopf. It was at this moment that he knew. Ja! Exakt so ging's mir gerade. Lädst du mich wieder ein? Hä? Oh lol, ich bin ohne dich! Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum du nix sagst. Weißt du, der Typ hat mich auch schon 3-mal gerammt. Ich dachte locker, das bist du. Ja, liebe Leute, wir sehen jetzt mal. Lol, wenn ich jetzt verkacke, dann bin ich ja wieder hinter dir. Mhm. Oh nee, Alter. Also, liebe Leute, ihr werdet diese Partie niemals sehen, weil. Vielleicht, weil ich mich jetzt konzentrieren muss. Fuck, Alter. Oh, und ich hab mich so gefreut, dass ich dieses Mal vor dir bin. Wieso macht der denn nichts? Du hättest den reingemacht. Tobi. Und ich wundere mich so, weißt du? Hä? Alles easy, spielt und du hast. Vor allem, du machst auch noch dieses Soundboard-Kacke. Und ich denke, wie kannst du das während dem Spielen alles machen, weißt du? Und ich habe gerade einen Ball verkackt und dann kommst du mit deinem. And it was this moment that he knew. He fucked up. Das hat halt perfekt gepasst. Und dann kommst du mit, ja, wann lädst du mich ein? Ich. Hä? Da war ich erstmal. Moment. Was?
Ja. Tobi, erzähl doch mal was, du spielst ja gerade nicht. Torten Benny zu. Ja, aber du kannst ja was erzählen, während das ein Vielleicht bisschen hast du ein Soundboard. Schmank aus deinem Leben. Execute Order 66. Oh, danke, ich war kurz vorm Tor. Du Penner. Und ich spiele, ich habe halt exakt die ersten 2 Minuten so gespielt, als wärst du da. Weißt du, auch so mit den Fahrten und ich wundere mich die ganze Zeit so, okay, ich bin hinten. Oh Mann, oh. Aber dann wird das halt jetzt eine XXL-Folge. Oh Mann, 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 Mann. Ja, also der Typ macht das echt gut. Ich bin halt irgendwie halb abgelenkt, weil ich nicht sicher bin, ob ich das rausschneide oder nicht. Und, Mann, du kleiner Hurensohn! Ich meinte natürlich, du netter Junge, der aus Versehen mir gerade den Ball geklaut hat, wodurch wir gerade richtig in der Scheiße saßen. Aber ich hege natürlich keinerlei Aggression gegen meinen Mitspieler. Top-Typ. Ich hätte gern Tobi wieder. Und ich sag das sehr ungern. Ja, Mensch, da steht's 2-0. Für die anderen. Ist es, während ich dir das mit den Thumbnails erzählt habe? Aber war ich doch schon in der Runde, oder? Was warst du da schon? Ich hab dir noch erzählt, was für. Ach nee, das war zwischen den Leuten. Ah, fuck, Alter, wir kriegen jetzt hart ins Gesicht. Der Typ kann halt. Also, ich spiele nicht gut. Ich spiele halt so wie gerade eben auch. Und er spielt auch so. Ja, ganz ehrlich. Wenn er aufgibt, drückt, gebe ich auch. Ah. Ja, Mensch. Stimmung. Ich mache keine Stimmung, ich spiele gerade nichts. Ja, wo kannst du was erzählen? Ich schaue mir Videos an. Wie jetzt? Was ist denn jetzt so? Du spielst ohne mich. Du warst es ganz genau. Wie oft ist das jetzt schon passiert? Sehr oft. Ach, komm, 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 komm. Jetzt sind Leaderqualitäten gefragt. Ja, er hat ein Tor gemacht. Er kriegt auch eine Torhymne, und zwar die hier. Oh nee, das. Er hat die Hymne nur bekommen, weil ich gerade nicht wusste, was auf der 3 ist. Komm, 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 Benny, mach hier rein, sei ein geiler Hurensohn. Ja! Money Talk. Ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber meine Freunde nennen mich ja Money. Das nicht gut, dass du jetzt nicht lachst. Das wäre jetzt praktisch, wenn ich den Sound hätte mit der Grille. Der wäre generell sehr praktisch in Bezug auf mich. Nein, ihr kleinen Fickgesichter. Ick-Gesichter. Ihr dummen Glotzen. Fabi, jetzt ist es. Jetzt könnte ich. Oh mein Gott, legt ihr. Oh, er macht echt den Tobi. Wieso hat er deine schlechten Eigenschaften, aber deine guten nicht? Ja, auf jeden Fall. Wo waren wir? Lego Batman 1 bis 3. Avengers. Lokalrunde waren wir schon. League of Legends. Marvel Ultimate Alliance. Hast du da Bock drauf? Das ist ein altes PS3-Spiel, habe ich mir gekauft. Kostet uns immer einen Arsch voll Kohle, aber ich habe beide irgendwie für einen 20 bekommen. Mann, du Judensohn. Lalalala. Ey, ich hasse ihn. Wenn er mich noch einmal anfährt, vergewaltige ich seine ganze Familie. Mach er doch. Tobi. Weißt du, was mal richtig scheiße sein würde? Wenn einer von uns beiden Politiker wird, wenn man das Video hier findet. Nein, auf wundersame Art und Weise
eine jüdische Freundin findet. Haben wir das echt verkackt? Ich meine das ja nicht böse. Ich würde, also, wie oft sage ich scheiß Kartoffel? Also beim Fußballmanager spielen, das kriegt nur nicht jemand mit, weil ich das noch nicht aufgenommen habe. Ja, Mensch. Ich habe eine Kiste bekommen. Leute, da gibt's dafür ein Pack-Opening noch. Und ein Pack-Opening drin. Wir haben jetzt dumme Glotze. Ich war zu blöd, mit Tobi ein Spiel zu finden. Und wir haben Pack-Opening. Ist das nicht die beste Folge jemals? Und ich weiß genau, wie sehr sich der blöde Hurensohn jetzt hier freut, dass er jetzt wieder vor mir ist. Hm? Ja, genau du. It's my life. It's my life. Ja, auf jeden Fall. Marvel Ultimate Alliance 1 und 2. Können wir im Koop spielen? Ich habe einen Aufkleber bekommen. Das ist so eine Enttäuschung. Dann habe ich noch Mass Effect, wollte ich noch spielen. Auf geht's, der Jäger hat Hunger. Ja, ich habe gerade eine Kiste aufgemacht. Ja, ich habe mir was zu trinken eingeschenkt und jetzt? Schade, es wurde gewertet. Ich schenke mir übrigens auch was zu trinken, ja, eventuell hört man das. Tut mir nicht leid. Toll, jetzt kann ich mir nicht zu trinken einschenken, ihr kleinen Motten. Nein! Was? Ich hasse dich. Du sollst doch da einfach nichts sagen. Okay, jetzt haben wir haben jetzt Glotze, wir haben Pack Opening, wir haben ein Spiel ohne dich und wir haben ein Spiel gegen Splitscreener. Wir haben alle Highlights aus der letzten Season in einem. Die Folge wird, es wird nie wieder besser. Ich mag nicht mehr. Egal, die ficken wir weg, Alter. Erinnerst du dich noch, als wir mal 5-0 gegen Splitscreener geführt haben und ich meinte, als ob da noch was schief geht und wir 6-5 verloren haben? Bitte. Das war ein bisschen blöd. Nee, das war Taktik. Die sehen ja nicht so viel. Ich wollte ihn nehmen. Ich weiß. Ich wollte ihn ja aber mittig spielen. Ich war einfach nur scheiße. Aber ja, das war etwas dumm von mir. Tut mir leid. Aber ich habe auch gerade mit einem gespielt, der nicht gerade ausschießen konnte. Ich beleidige ihn voll. Auf der Aufnahme sieht man bestimmt, dass er besser war als ich. Nee, wir haben jetzt nicht wegen ihm verloren. Ich war auch ein bisschen scheiße. Hätte ich jetzt so gespielt wie Tobi sonst und wäre dann verkackt, dann wäre ich sauer gewesen. Du brauchst dringend eine andere Torhymne, mein Freund. Nee, das war die lauteste und ich hab mir jetzt was zu trinken eingeschickt. Und dass du gerade vorrangig warst, ist dir scheißegal, gell? Nee, ich hab einfach keine Hand frei gehabt. Mit der einen hab ich eingeschenkt, mit der anderen hab ich mich am Penis gekratzt. Weißt du eigentlich, warum da kommt, hier kam the money? Nein. Weil man mich Money nennt. Und ich glaube, jetzt habe ich es dreimal in einer Folge gebracht. Schönes Ding. Ach cool, ich muss ihn nicht mal selber reinmachen. Hey Tobi. Ah. Hey Tobi. Wir haben den Fluch gebrochen. Was? Wir haben den Fluch gebrochen. Jetzt halt die Fresse. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Wie oft haben wir 3-0, 4-0 geführt und dann noch verloren? Ja, aber gegen das Splitscreener. Als ob das dieses Mal passiert. Es soll mich der Blitz treffen. Was wäre das denn für ein Unglück, wenn wir das jetzt noch verlieren? Es ist ja unmöglich. Benny? Okay. Also bitte, das können wir gar nicht verlieren. You were banned from the server. Ich dachte gerade wirklich, ich wurde gebannt. Dann habe ich es gemerkt, aber ich war trotzdem noch ein bisschen traurig. Mann, Uhrensohn. Oh. Was, ein Uhrensohn? Ja.
Wenn man mich teilweise schlucken hört, tut mir das leid. Und ja, sowas kann man daraus in Zusammenhang reißen. Falls man meinen Ventilator hört, tut es mir auch leid, aber hier ist echt warm. Also, was führen wir denn dran? Man merkt immer so von Spiel zu Spiel, wie. Weißt du, man denkt nicht irgendwie, jetzt hat er mal einmal ein Spiel gehabt, wo er nicht so dabei war mental. Nee, nee. Das ist schon so eine chronische Geschichte. Weißt du, Tobi, das muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir verlieren. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich irgendwie schon. Deswegen habe ich es in dem Moment gesagt. Also etwaige Nebengeräusche. Also das verwirrt mich jetzt komplett. Was? Ich habe jetzt gerade auf YouTube eine Werbung gekriegt von FC Barcelona. Ah. Ja? Da stand Champions League Sieger. Ich glaube, das ist Fake News. Und guck mal, wie jetzt der unsere Gegner heißen. Ach so, lol. da gab's jetzt, ich habe beim Y-Kollektiv oder war das bei Steuerung plus F? Habe ich ein Doku gesehen? Ich habe eine Doku gesehen, da hat das eine einen Selbsttest gemacht, weil es gibt so oft irgendwie die Situation, dass Leute sagen, sie haben irgendwie Instagram gerade an und reden mit irgendeinem Kumpel über Katzenfutter oder so und kriegen dann plötzlich Katzenfutterwerbung. Ja, doch, das habe ich mal gehört. Und das haben die getestet, also bei ihr war es tatsächlich auch so. Also die hat immer, sie hat Kinderwagen hat sie genommen. Und also sie hat viermal am Tag irgendwie Kinderwagen gesagt, während sie neben ihrem Handy war und sonst halt gar nicht. Und hat dann irgendwie, erst hat sie irgendwie so ja, aber ich habe jetzt ja kein einziges Mal während der Aufnahme Iniesta gesagt. Oh. Das ist richtig? Ich meinte nur, das ist wahrscheinlich dasselbe Prinzip. Ja, wie denn? Ich hab's doch. Das ist nur mit dem PC verbunden, mein Tablet gar nichts. Ja, aber. Dein PC ist ja auch irgendwie mit Facebook verbunden, vielleicht. Ja, und jetzt, was hat es mit Facebook zu tun? Keine Ahnung, vielleicht da liest irgendein Scheißdienst gerade das Match hier aus, sieht die Gegnernamen, verkauft die in der Sekunde. Und der sie kauft, stellt die Werbung. Easy übrigens. Ja, weißt du eigentlich, nein, diesmal weiß ich nicht. Ach ja, nee, also ich. Jetzt ist es sehr ungewöhnlich, dass es so schnell geht. Aber wäre das jetzt irgendwie im Tag passiert, hätte ich gesagt, ja gut, da hat halt irgendjemand, irgendein Dienst die Datei ausgelesen mit dem Gegenspieler oder so, keine Ahnung. Oder die verkaufen die selber. Bei wer auch immer der Entwickler von Rocket League ist. Und dann läuft das schon. Wir haben den Fluch gebrochen. Also, liebe Leute, ein besseres Ende für diese Endjahre-Folge kann es nicht geben. Wir hatten dumme Glotze, Fremdgehen und den Fluch. Ich weiß noch nicht, was es für ein Titel wird. Vielleicht ist der Titel auch dummes. Nee, der Fremdgiftfluch in der Glotze. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und wir werden nächstes Spiel schon erfahren, wie ich gerankt bin. Und in zwei Spielen, wie Tobi gerankt ist. Ist das nicht genial, als wäre es geplant? Und das alles in einer Folge! Ja, ich werde auch ganz feucht im Höschen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.